Hier, Laura ist gerade am Telefon, Freunde. Damn, die Zeit vergeht so schnell. Ob du alleinerziehende Mutter bist? Sie war doch mit Animus befreundet und einer seiner Videos als seine Freundin im Bett und so sieht. Ohne Scheiß! Ja. Braucht Laura einen Mann, schreibt einer. Auf welchen Typ Mann stehst du äußerlich? Wenn ich mit dir zum Beispiel über etwas rede, dann ist es einfacher. Da sind dann Feuerwehrmänner gekommen, weil der Aufzug gehangen hat, so, ne? Weißt du, was mich voll geprägt hat? Erzähl mal. Ich war in Indien. Law right in, man. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute Nacht. Zu zweit aus dem Club und ich. Hier, Laura ist gerade am Telefon, Freunde. Ich bin gerade live. Erzähl mal was. Sag mal was. Sag mal hallo. Die vermissen dich. Hey, was geht ab? Love Luck Community. Geil. Man sieht dich aber nicht. Da ist Laura. Nee, ich bin jetzt eh im Dunkeln. Okay. Weißt du, wie das ist? Ganz gemütlich, Main. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut. Ich chill gerade bei der Nini. Aha. Trink dir Wein? Auf gemütlich? Auf gemütlich? Was machst du? Ich bin gerade live. Ich mach gerade Stream. Aha. Ja. Und? Was geht's gerade so? Noch gar nichts. Ich bin gerade erst live gegangen. Ich hab gedacht, das ist auch mal nice, wenn du den Leuten mal wieder Hallo sagst, Digga. Ist Laura noch in Mexiko, fragt die. Nein. Laura ist schon lange nicht mehr in Mexiko, leider. Oh, ist schon fast ein Jahr jetzt. Ja. Nee. Ja. Nee, ich bin jetzt 8 Monate, genau. Genau. Ja. Damn, die Zeit vergeht so schnell. Brutal, gell? Übertrieben. Ich schätze dir. Was geht in Germany ab? Wann kommt mal was von dir, Alter? Eigentlich hatten wir ja gesagt, schon in fucking Tulum haben wir gesagt, dass du auch mit irgendwas machst halt in der Öffentlichkeit. Ey, ich weiß, Mann. Aber weißt du, wenn ich mit was anfange und es dann nicht fertig bringe, dann soll das scheiße. Weißt du, wenn ich jetzt YouTube mache zum Beispiel und dann nicht kontinuierlich am Start bin, dann ist es doch voll wack. Ja, ja. Entweder ganz oder gar nicht. Und das ist so. Das ist schon Arbeit, Bro. Auf jeden Fall Hut ab für das alles, was du da machst. Ja, safe. Safe. Ich hab mal umgehalten und hab gedacht so, ey, das ist voll der Act. Ist auch. Da muss ich richtig dabei sein. Und aber es ist halt schade, Mann. Du bist halt cool so. Weißt du, wie ich meine? Du bist auch cool. So. Du bist halt auch fresh, cool, hast eine gute Meinung so. Ist halt schade, dass du wenig halt machst in der Öffentlichkeit, finde ich so, weißt du? Bei so, das ist halt irgendwie verschwindendes Potenzial. Weißt du, was ich meine so? Dann, weiß nicht, helf mir. Ja, sag, was ich machen soll. Ich mach sofort. Komm hier hin, ich mach deinen YouTube-Kanal. Ich schätze dir. Ja. Ich du kannst auch mit dem Handy. Du kannst auch mit dem Handy, ja, das geht alles. Heutzutage ist voll easy. Ist voll easy. Und ich glaube auch bei dir würde es schnell funktionieren. So. Aber ja, stell mir dann vor, so, ich muss doch dann selbst mir Themen überlegen, über die ich gerade reden möchte. Wenn ich mit dir zum Beispiel über etwas rede, dann ist es einfacher. Wie wenn ich mich jetzt da hinstelle, dann einfach über irgendwas. Was denkst du, wie es für mich ist? Man, weißt du, wie das mit, wo du hier in Tulum warst, war das für mich. Ja, aber für mich war das auch viel einfacher, wenn du da warst, so, weil geile Vibes immer, du hast mich auch gefilmt und wir haben immer eine geile Energie gehabt, so mäßig. Weißt du, wie ich meine, so, dann muss ich mir auch nicht so viel Gedanken machen. Wir haben immer aus Eier raus einfach irgendwas aufgenommen, so, weißt du? Ja, ist so. Aus dem FF geschüttelt. Improvisation. Ja, Mann. Deswegen. Okay. Deswegen, komm hierher oder fang in Deutschland an. Komm mal her. Was? Komm mal her, bisschen. Ey Mann, ich hab mich in letzter Zeit wieder so ein bisschen informiert, was in Deutschland da los ist und so, Bro. Bro, die ganze Welt, Mann. Nein, hier nicht. In Amerika auch nicht. So. Okay.
Und das sind eigentlich so die zwei Länder, die hier so in der Nähe sind und die ich auch feier so. Ich weiß nicht. Hoffentlich heißt es. Ja, aber Deutschland wird nicht. Du kennst es doch selber, du weißt doch, wie es ist. Du weißt doch, wie es ist, gerade wenn du zurückkommst, so, weißt du, wie ich meine, so, nur für eine Woche oder so. Ich war letztes Mal 10 Tage da und ich war so überfällig, wieder abzuhauen. Weißt du, ich meine, so, obwohl ich nur 10 Tage da war. Ja, ich höre dich ja schon, so ist es nicht, ne? Kann ja gar nicht sagen. Ja, es ist halt schwer, so, ich vermisse euch natürlich auch, ich vermisse auch Deutschland, ich vermisse, na klar, so, aber ich fühle halt die Freiheit. Bro, das hat mich halt krass runtergezogen in Deutschland, wo ich diese ganzen Maßnahmen über mich ergehen lassen habe, so, das... Da war es schlimmer denn je, mich irgendwie aufrechtzuerhalten vom Hustle her, so, weißt du? Das zieht mich halt doch psychisch dann voll krass runter und so. Und das ist halt, ja, ist halt schade dann so. Ja. Weil du kennst mich, ich bin so ein Vibe-Mensch. Und wenn ich merke, das liegt so in der Luft, so, dann... Ja, boah, voll. Ich habe nie so viel gesoffen, nie so viel Drogen genommen, nie so viel rumgepimmelt wie zu dieser Zeit, wo diese krassen Maßnahmen waren, so, weißt du? Ja. Und so. Ja, schon. Ich fühle dich da voll, aber keine Ahnung, Mann. Das Beste draus machen mäßig. Aber du hast ja, du bist ja, du hast ja das Beste draus gemacht. Irgendwie schon, ja. Irgendwie boy, schon. Aber komm du her, Mann. Aber das ist halt, für Laura ist halt auch nicht einfach, müsst ihr verstehen, Leute. Wegen halt auch, du hast halt auch ein Kind und hast halt krasse Verantwortung auch in Germany, so, weißt du? Ja, voll. Ich kann nicht einfach so mal schnell irgendwo hin. Ja, ja. Es muss schon alles richtig durchgeplant sein und so. Und, ja. Ich weiß noch, für mich war das voll... Für mich, ich kann jetzt nicht einfach irgendwo... Für mich war das voll kacke, als du gegangen, also wo du gegangen bist, war das noch so, ich habe gedacht, ah, die kommt eh bald wieder, so, weißt du? Aber mittlerweile habe ich ja gecheckt, dass das nicht so ist. So. Das ist schon sad. Ich habe auch gedacht. Ja. Ja, Mann. Aber you know, life. Life is crazy. Life is crazy. Life grätscht dann immer so rein, mal kurz, und dann... Aber ich weiß halt auch, mein Gefühl sagt mir halt auch, so eine Menschen wie wir, wenn wir halt in der Nähe voneinander sind und wenn wir gute Vibes haben von der Umgebung her, dann sind wir halt voll krass am Start, Digga, so, weißt du? Voll. Dann machen wir halt voll den geilen Scheiß, so. So. Da passiert viel mehr, wir strahlen viel mehr Energy aus. Ja. Das sieht viel mehr an, schon geil. Ja, ja. Fall, guck mal in Tulum, Mann, die Musikvideos, die wir gedreht haben, was wir da alles gemacht haben und so, wie wir getroffen haben innerhalb von kürzester Zeit, Digga. So, fuck. Crazy. Geil. Ja, Mann. Vibes, einfach Vibes. Laura, Beste. Ich schüss dir. Brauch Laura einen Mann, schreibt einer. Braucht Laura einen Mann, schreibt einer. Brauchen? Ich brauch keinen Mann, aber irgendwann wäre dann schon schön. Wäre schon, ne? Ich will halt noch ein Kind. Und ich will schon 30. Also, ich sollte schon halt mal. Ich will eigentlich noch 2. Same. Same. Ich will 10. Oh shit. Ich will eine ganze Fußballmannschaft, Bro. Die Kinder, große Verantwortung. Ja, ja, safe. Safe. Das muss schon zur richtigen Zeit. Das wird auch. Du weißt ja, wie es ist, Mann. Es kommt eh alles zu der Zeit, wo es kommen soll. Und dann ist es auch alles richtig, so, weißt du? Ja. Yeah. Geil. Safe. Ja, wo bist du jetzt gerade? Bei Justine? Ich bin bei Justine gerade, ja, genau. Genau. Sag mal. Hier. Ja, ja, ich hab im Wohnzimmer? Ich bin jetzt gerade im Wohnzimmer und mache meinen Stream, aber ich habe auf jeden Fall ein eigenes Zimmer, auch ein eigenes Badezimmer so. Ja. Ja, und Mann. Wie ist es so? WG-mäßig? Weil das kannst du ja nicht. Kennst mich ja. Ist ein bisschen Struggle, aber ich muss sagen, Justine ist halt auch super, super angenehm so. Die ist halt auch, die so, das ist also für mich gerade eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist auch geil, jemanden zu haben, mit dem man mal ab und zu reden kann, wenn man Bock hat so. Die ist halt auch viel unterwegs, die ist viel draußen und macht viel ihr Ding halt so. Aber wenn man dann mal zusammen zu Hause ist, dann quatscht man, hat ein bisschen Vibes und so und das habe ich ja auch vermisst, so, weißt du? So. Voll nice. Langfristig jetzt auf jeden Fall, so, du kennst mich ja, langfristig. Aber ich habe ja auch aufgehört zu buffen und das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass ich da nicht mehr so den krassen, ich weiß nicht, wo ich so gekifft habe, weil ich glaube, habe ich Gefühl gehabt, ich war mehr in so Zwängen drin und konnte gar nicht mit jemandem leben, so.
Aber jetzt gerade ist es auch geil, mal jemanden zu haben zum Quatschen und so, wie gesagt. Weißt du? Und wie läuft's so? Wenn du nicht kiffen? Sehr gut. Die erste Woche war kacke. So. Erste Woche war scheiße. Aber jetzt, ich war ja dann in Miami und dann bin ich zurückgekommen aus Miami und seit so gute Vibes am Start. Kein Struggle. Gar nichts. Ab und zu nice. CBD gönne ich mir so und das reicht vollkommen aus. So. Ich brauche das gar nicht, dieses, dass ich jetzt mit dem Kopf so. Ich habe in Miami habe ich 2-3 Tage CBD geraucht. Da gibt's es halt einfach so. Hier ist ein bisschen schwerer. Ich habe so ein Vape. Ich habe so ein Vape-Ding. So. Mhm. Ja, aber das hatte ich in Deutschland, also das hatte ich in Berlin auch. Und das reicht mir eigentlich vollkommen aus so. Du weißt doch, abends ein bisschen CBD rauchen und dann gechillt sein. Ist halt geil, was ich halt auch geil finde, ich träume auch wieder jetzt und so ein Shit. Weißt du, wie ich meine? Ich träume einfach wieder. Ich bin so mehr in der Realität irgendwie drin. So. Weißt du, wie ich meine? Ich bin nicht mehr so rausgeballert, wenn ich dann ins Bett gehe, sondern ich gehe noch mit den Vibes, die ich vom Tag hatte, ins Bett, denk darüber nach, träume davon und so. Ach so, weil du nicht bekifft bist, meinst du halt. Ja, da bin ich einfach nur ins Bett gefallen und einfach nur, so weißt du, auch Crack an. Ja, aber das sagt man doch, dass wenn man kifft, dass man nicht träumt, aber also das stimmt bei mir auf jeden Fall nicht. Ist sowieso bei jedem anders, glaube ich, weißt du? Ja. Bei mir war es, glaube ich, einfach nur, weil ich dann zu kaputt war, dass ich gar keine Energie mehr hatte, irgendwas zu träumen oder an irgendwas zu denken, so. Weißt du? So. Yeah. Geil. Ey, nice, Mann, Laura. Bisschen Vibes gecatcht hier. Grüß mal die Laura hier im Chat, Freunde. Was geht hier ab, Alter? Stellt mal eine Frage. Habt ihr Fragen an Laura oder so? Yeah. Wann kommt Musik? Yo, also ich habe wirklich viel geschrieben, ich habe richtig geile Mucke, ich feiere die selber, du weißt, also. Ich auch. Ich feiere meine Mucke eigentlich nicht selbst, aber jetzt so zu. Oh shit! Also die ersten Dinger, die du mir rübergeschickt hast, da wo ich noch in Tulum war, und das, du postest ja auch ab und zu so Ausschnitte von diesen Songs, Killer. Killer, ja, Digga. Killer. Geil. Das sind genau die Vibes, Mann, das passt voll krass. Zu dir, auch zu mir, diesen Afro, wir müssen diesen Afro-Shit in Deutschland nach vorne bringen. So. Ja, Mann. Ja, Afro Mann. Beats, Bro. Geil. Afro, der Motherfucker. Will ich schon. Ja, aber Ding, es ist gerade eigentlich nur eine Sache von gucken, wie man am besten released. Genau. Also, ist nicht mehr lange. Ich kann aber keine Daten wissen, wie lange genau, ist ja doof, aber safe soon. Geil. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall. Okay, viele fragen, ob du einen Mann brauchst. Ich glaube, viele, so, du weißt ja, meine Community steht brutal auf dich. Nicht nur meine Community, sondern auch, ja, du weißt so. Ist egal, ich will keine Namen sagen. Okay. Auf jeden Fall wird Laura oft, du bist schon oft angemacht, so, ne? Ja, man, das auch, weiß nicht, ob das nervt dich ein bisschen, aber es macht auch Dinge schwer. Ja, diese Ernsthaftigkeit, ne, Leute wollen, ja, ich höre das halt, ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich halt keine Frau bin, so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann auf den Sack geht, wenn du halt immer nur oder oft auf den Shit reduziert wirst, so, weißt du? Ja. So, wenn dich in erster Linie die Männer halt immer erst geil finden, auch aus der Industrie und so, und danach erst gucken und sehen, dass du eine krasse Persönlichkeit hast, so, weißt du? Ja, also schade. Aber nicht alle sind so, das ist gut, halt. Aber die Mehrheit, yes. Ja. Deswegen finde ich halt, dass du auch mehr so, du postest halt viel Bilder und auch sexy Shit und so, aber ich fände es halt geil, wenn man mehr von dir als Person einfach auch online irgendwie finden kann, so, weißt du, dass man halt auch sieht, jetzt unabhängig von Musik, einfach halt, was du für eine Persönlichkeit hast und du beschäftigst dich auch mit so vielen Sachen, Digga, das ist krass, weißt du, wie ich meine? Weißt du, wenn ich mich mit dir unterhalte, einfacher für mich zu zeigen oder so, aber mich jetzt dahin zu
der Kamera und zu zeigen, wer ich bin. Ich weiß nicht, ich komme mir dann irgendwie ein bisschen behindert vor. Ja, gerade am Anfang. Weißt du, wie ich meine? Gerade am Anfang. Es ist einfacher, mit jemandem ein Gespräch aufzubauen und dann einfach Themen. Ja, ja. Ja, ja. Das hat bei mir auch lange gedauert, Mann, wo ich meine ersten Videos gemacht habe, noch damals im fucking in der Uni an der Tafel und so, Bro. Ich hab das Intro habe ich alleine 18 Mal aufgenommen, so, weil ich so, weiß ich meine. So. Aber für den Start wäre es halt geil, stimmt schon. Für den Start ist es halt einfacher, wenn du mit jemandem am Start bist, so, mit dem du dich dann unterhalten kannst, so mäßig, ne? Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Bist du noch immer der Heiße im Club? Was haben die hier noch? Die sollen mal ihr Insta pushen. Sie war doch mit Animus befreundet und einer seiner Videos als seine Freundin im Bett und so sieht. Was? Echt? Ohne Scheiß? Ja, schon. Da wurde schon lange her. 2000. Animus it out, man. Ja, man. Aber man muss natürlich sagen, der Bruder kommt ja auch aus unserer Ecke so. Weißt du, wie ich meine? Natürlich hat man da so Kontakt. Ich habe den auch schon öfters mal im Gym getroffen. Der ist auch krass. Ich muss schon mal sagen, wenn man jetzt mal alles beiseite lässt. Mann, ich finde auch nur eigentlich in der letzten Zeit, was er da so fabriziert hat und so, oder mit wem er ist und so, finde ich ein bisschen. Aber ist auch seine Sache am Ende des Tages. So, weißt du, ja, ich meine, so, man, so ist so. Drauf geschissen. Hauptsache, das Herz ist am richtigen Fleck und bei manchen bin ich mir da nicht so sicher. Ja, da bin ich mir auch bei seinem Kompagnon nicht so sicher, Digga, mit dem der gerade da rumhängt. Auf welchen Typ Mann stehst du äußerlich? Äußerlich? Mhm. Hast du so einen Typ? Es ist bei mir immer ein bisschen schwer zu sagen, weil ich glaube, ich habe keinen Typ. Eigentlich Vibes, ne? Aber klar, es gibt jetzt halt schon so Sachen, die nicht sein sollten. Ja, ja. Aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Irgendwas muss mich catchen und da so aussehen. Wenn ich catch, dann bin ich weg, also dann hast du mich. Ja. Aber was es ist, fühle ich vollkommen. Ja. Fühle ich vollkommen. Ist bei mir auch ähnlich. Ja. Einer hat noch gefragt hier, wo war das nochmal? Ob du alleinerziehende Mutter bist? Ja. Ja, ne? Yes, yes, ja. Ja, klar, weißt du doch. Ja, ja, ich tue so dumm damit, weißt du, ich meine, ich tue jetzt gerade, als ob ich einer aus dem Chat bin, so. Also, okay, sorry. Nee, alles gut. Und wie läuft das so für dich? Was? So alleinerziehende Mutter zu sein? Ja, der Hustle ist hart, you know. Aha. Mama, Vater gleichzeitig und so. Aber ich muss sagen, mein Sohn ist halt brutal. Boy, I love him so much. Der ist so, ist halt mein Kind. Ja, der ist geil. Aber auch so, ich kenne dich. Der macht überhaupt nichts schwer. Der feiert mich voll. Der ist so, der geil. Ist, you know. Mann, ich hab den nicht mal richtig kennengelernt, ja. Ich hab den auch nur von Story, also wenn wir mal FaceTimen und so, der hat auch schon richtig so eine positive Ausstrahlung, die Augen und so. Man merkt schon, dass der Bruder auf jeden Fall und er so die richtigen Vibes hat. So. Oh mein Gott, I just love him so much. Oh mein Gott. Geil. Dieses Wesen. Jetzt mal, wenn ich ihn angucke, denke ich mir einfach, du bist ich. Oh, shit. Geil, Digga, ich schwör's dir. Hör auf, Mann, ich will auch. Schön, ja. Ja, Mann. Geil, so Mann. Schön. Ich will auch noch. Einer fragt jetzt, ich weiß nicht, ob das dir zu weit geht oder ob du das beantworten willst, aber einer fragt, wo der Baby Daddy ist. Wo der ist? Ja, oder so. Wart ihr zusammen gewesen oder wie war das? So? Zu Hause? Oh ja, 5 Jahre waren wir zusammen. Ah, also, krass. Das war mein erster Everything. Crazy. Genau. Crazy. Mhm. Habt ihr noch Kontakt? Ja, so halt. Zu wegen dem Kleinen. Ja, meldet also er sich, besucht er ihn und so? Alles easy. Der hat auch eine neue Frau. Ja. Mit der hat er 2 Kinder und unsere Kinder verstehen sich, also sind ja als Halbgeschwister. Geil. Verstehen sich alle miteinander. Also alles voll easy. Der ist auch in Germany, ich, ne? Würde ich sagen. Bitte? Der ist auch in Germany, oder? His dad? Ja. 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 Ja.
Killer. Ja, das ist schön, das ist wichtig. So, dass wenigstens halt Kontakt da ist, so, dass man sich versteht. Aber es ist auch nicht so, als wäre er voll am Start, leider. Das ist scheiße, finde ich immer für Kinder. Ja. Weißt du? Sei am Start. Ja, ich weiß. Leider. Sind nicht nur schwarze Daddys so, weiße Daddys sind auch so. Ja, überall auf der Welt sieht man sowas. Mann, ey, die eine Story, das wollte ich dir auch erzählen, das kann ich auch mal hier im Chat erzählen. Ich war ja in Miami, ne? Und da war ich im Hotel die ganze Zeit so. Und dann war ich am Wochenende, war ich da auch im Hotel, war öfters in der Lobby und so. Und da war die ganze Zeit so ein kleiner Junge, der ist da rumgesprungen und hat da seine Games gespielt und so. Und der war die ganze Zeit irgendwie alleine so, ne? Und, und dann um 2 Uhr morgens. Wie alt war der so? So alt wie dein Sohn ungefähr. Ah, so 13. Ja, vielleicht noch ein bisschen jünger sogar. So. Okay. Und der war. Ja, der war die ganze Zeit da in der Lobby so, alleine und dies, das, bla bla bla. Und ich konnte mich daran erinnern, dass die Mutter, dass ich die irgendwann gesehen habe und die ist irgendwann so um 6 Uhr, 6 p.m., also so 18 Uhr irgendwann abgehauen. Und ich bin dann 2, 3 Uhr morgens nach Hause gekommen und dann war der immer noch da und hat da sein Spiel gespielt und so. Und dann, und dann dachte ich mir so die ganze Zeit, ey, fuck, Alter, was da los? Und so, dann habe ich mit der Dame an der Rezeption geredet und die hat gemeint, ja, der hat mich auch schon angesprochen, dass er Angst hat in seinem Zimmer alleine und so und seine Mutter wäre nicht da und bla bla bla. Und das war für mich voll der krasse Schock, Digga, als ich das so gesehen habe. Und dann, so, guck mal, ich stell dir jetzt mal... Ich stell dir jetzt mal eine Frage. Ich habe dann was gemacht, ich weiß nicht, und ich habe dann danach überlegt, ob das richtig war oder nicht so, weißt du? Da sind dann Feuerwehrmänner gekommen, weil der Aufzug gehangen hat, so, ne? Und ich habe im ersten Moment gedacht, dass die Feuerwehrmänner wegen ihm da sind, so, ne? Und dann habe ich gefragt, ey, warum seid ihr hier und so? Und dann hat er gesagt, ja, wegen Aufzug und so. Und dann habe ich dem halt gesagt, so, ey, dieser Junge, der ist zwar 2 Uhr morgens, so. Ich habe gesagt, dieser Junge ist die ganze Zeit da alleine, so. Vielleicht könnt ihr mal nachfragen oder euch mal kümmern oder so, weißt du? Und dann sind die halt zu dem hingegangen und so, haben ihn so ein bisschen befragt und so. Und dann ist halt auch, dann haben die halt auch die Polizei gerufen und so, ne? Und dann war ich halt, ja, dann war ich halt so, danach saß ich dann oben in meinem Zimmer, Dicker, und ich habe richtig so gestruggelt, weil ich wollte natürlich auch nicht irgendwas, so, dass die jetzt da, keine Ahnung, den irgendwie wegnehmen von der Mutter oder keine Ahnung, ob das überhaupt nice ist oder nicht, weißt du so? Aber ich sag dir, ich konnte den nicht alleine da, ich musste das sagen, so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Willst du jetzt, dass ich meine Meinung dazu sage? Ja. Ja. Also eigentlich hast du nichts Falsches getan. Mhm. Ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber das ist egal, weil du hast das Richtige getan. Aber ich hätte mich vielleicht, glaube ich, einfach dazu gesetzt. Ja. Und hätte danach mit der Mutter geredet und hätte gefragt, was abgeht, so. Weißt du, und wenn du dann weißt, dass da, was weiß ich, wo die Mutter sich rumtreibt und so, das kann man dann ja so ein bisschen einschätzen. Danach hätte ich vielleicht irgendwie gehandelt, wobei es dann vielleicht auch schon wieder zu spät gewesen wäre, I don't know. Ich glaube, die Mutter war Escort oder sowas. Verstehe. Und die war halt eine Woche da, so, die war halt eine Woche da und das war jeden Tag halt so, ne? Jeden Tag ist die irgendwann um 18 Uhr, 19 Uhr raus und ist irgendwann um 2, 3... Die ganze Zeit alleine. Ganze Zeit alleine. Ganze Zeit jeden alleine. Tag, dann hast du richtig gemacht. Ich wusste, ich konnte. Dann hast du Situation ja eigentlich schon eingeschätzt. Ja, ja, für mich war das so, ey, Bro, das geht nicht, Mann, geht nicht. Und ich sag, ich hab auch mit der Hotel-Tussi geredet, ich hab gesagt, so, ey, was, lass dir das jetzt einfach so zu oder was, Digga. Keiner ruft irgendjemanden an und so, der Junge springt was da alleine rum. Einfach. Ja. Und die Jungs, das ist halt Amerika auch so, ne? Die, wie gesagt, der Typ an der Rezeption und die Tussi auch an der Rezeption, so, die hat das null gejuckt, so. Die, das nicht, die nicht wirklich interessiert, nee, Digga. So. Fuck, Alter. Voll traurig. Also, die Feuerwehrmänner haben sich halt krass bedankt und haben gesagt, ich habe das Richtige gemacht, so. Aber du weißt doch, ich war dann oben und hab dann so komische Vibes. Ich bin dann nochmal runtergegangen und hab nochmal alles gecheckt und so, hab nochmal die gefragt, was sie jetzt machen und so. Und ja, die haben halt einfach versucht, die Mutter zu kontaktieren und so. Ich glaube, weiter ist nichts passiert, weil die Bullen scheißen auch rein in Amerika. Die juckt es auch nicht wirklich, Digga. Nee, aber so hast du auf jeden Fall... Ich habe gedacht, du hast den Jungen da
letzten Abend gesehen und hast dann daraufhin, weißt du, aber du hast ja schon gesehen, dass es immer so ist. Ja, jeden Tag. Ich war nur drei Tage da, aber diese drei Tage war das so. Asozial. Crazy. Crazy. Leute im Chat schreiben Snitch. Keiner. Wir reden hier über ein Kind. Ja. Sorry, I would snitch for a child. Let's go. I'm ja, safe, man. Safe. Safe, Digga. Safe. Safe. Ja, scheinen nicht viele Leute im Chat dazu eine Meinung zu haben. Die sagen halt das arme Kind und so. Ja. Ja. Ist halt so. Ja, man, crazy auf jeden Fall. Miami ist crazy, Bro. Was ich mal gesehen. Ah? Weißt du, was mich voll geprägt hat? Erzähl mal. Ich war in Indien, in New Delhi. Aha. Und da bin ich durch die Stadt gelaufen und da ist ja, was ist das, ja? Überall sind Kühe, weil die sind ja heilig, die laufen da überall rum. Affen rennen rum und so. Yeah. Und dann sind da so Löcher im Boden drin. Und dann rennen da überall kleine Straßenkinder rum. Und mich hat es voll, oh mein Gott, mich hat es voll mitgenommen. Ich habe geheult auch die erste Woche, weil ich diese Armut, ich bin gar nicht drauf klargekommen. Und irgendwann, ich war ja einen Monat dort, so nach zwei Wochen, ich ja irgendwie damit abfinden, dass es so ist. Mhm. Dann habe ich ein kleines, weiß nicht, ein Jahr alt, ein kleines Baby eigentlich noch, mit so einer, keine Windel, völlig verdreckt, saß in so einem Loch, hat irgendwas gefunden, hat die ganze Zeit gelacht und sich voll gefreut und gestrahlt und krass, war ja. Happiness und krass. War in, weißt du, ich bin gar nicht, ich komme heute noch nicht drauf klar. Ja, das ist auch heftig, das ist auch, also ich kann es nur ansatzweise nachvollziehen, ich habe auch mal hier in Mexiko dann, ich bin mal aus bei mir zu Hause rausgelaufen so und dann war halt vor meinem Haus, da war ein riesen Müllhaufen so und dann habe ich, wo ich rausgelaufen bin, eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die haben dann im Müll rumgewühlt dann halt so, ne? Und, boah, Bro. Ich verstehe, gell? Das ist schon hart, Mann. Und dann auch noch zu sehen, wie eigentlich so trotzdem voll lieb und gelacht und Hallo gesagt und so, weißt du, wie ich meine? Man merkt, die haben trotzdem voll die Liebe am Start und sind trotzdem irgendwie zufrieden, so, weißt du, das nimmt einen trotzdem, das hat mich den ganzen Tag bis ins Bett rein auch beschäftigt, so. Oh, shit, gell. Ist krass, ich kann auch nicht dann gerne irgendwas tun, machen. Was die Welt ja, Dicker, weil ich mit diesen paar Pesos, den ich denen dann gegeben habe, so haben die vielleicht jetzt mal so ein, zwei, drei Wochen besser gelebt, aber ja. Bringt doch im Endeffekt auch nichts, so, weißt du? So. Ja, Mann. Immer, auch gestern war ein kleines Mädchen und hat Lollis verkauft am Strand hier in Cancun, so. Und dann war ich auch, ja, habe ich dann Lolli gekauft für viel zu viele Pesos, aber halt einfach, um denen zu helfen, so. Aber du kannst halt, du würdest halt gerne eigentlich mehr machen, so. Ne? Man würde gerne einfach mehr machen, so. Ja. Ja, voll. Aber viele machen dann auch Kleinigkeiten, weil sie denken, sie können sowieso nichts bewirken. Aber ich finde trotzdem, solche kleinen Dinge, die man dann tut, bewirkt trotzdem was letztendlich. Irgendwie, auch wenn, also vielleicht für die Person, der du es gerade gegeben hast, weißt du, was ich meine? Die hat dann Hoffnung oder sowas. Aber so. Ja, kurze Vibes, Mann. Ich, das Mädchen, ich bin dann mit Scooter weitergefahren und das Mädchen hat mir dann gewunken und so, war voll happy halt so, weißt du, wie ich meine? Und das ist doch wenigstens halt Liebe, so ein bisschen mehr Liebe dann, so. Ja. So. Ja, richtig. Ja, Mann. Shit. Law right in, man. Ey, guck, du musst mal Folgendes machen. Wir müssen das eigentlich regelmäßig machen, auch live. So, aber dass man dich auch sieht, weißt du, und das funktioniert auch. Also ich würde sagen, dass du mal irgendwie, lass uns mal später nochmal quatschen, du musst dir irgendwie ein kleines Setup an den Start bringen, sodass du regelmäßig halt irgendwie deine Talks rauslassen kannst und dann machen wir das am Anfang zusammen und dann wirst du wahrscheinlich auch motiviert sein, irgendwann mal alleine online zu gehen oder so, weißt du? Ja, Mann. So, weil dieses Livestream, dieses Livestream-Ding ist eigentlich echt nice, so, da musst du jetzt nicht da groß Videos schneiden, bearbeiten und so. Du gehst halt live und erzählst live deinen Talk halt so. Weißt du, auf YouTube oder auf Twitch oder so. Ja. Das ist schon cool. Ja. Bin ich am Start. Okay. Na, like ich that, man. Dann zusammen. Ja, ja. Ja, safe.
Komm, wir geben dem Namen. Ja, ey, ihr seid alle so, Mann, ich treffe immer so eine Menschen, die ich immer in der Öffentlichkeit sehe, aber die machen nichts, Digga. So, Justin finde ich auch, müsste einen YouTube-Kanal haben und da irgendwie was erzählen und so. Fanus müsste auch viel mehr online machen und so. Come on, Alter. Let's go. Ich schwör's dir. Ja, für dich ist es einfacher gesagt, weil du bist ja drin. Ja, ja. Ja, aber ich sehe halt auch dieses Potenzial. Weißt du, wie ich meine? Ich sehe dich halt, ich weiß, wie du bist und ich weiß, also ich habe dir schon immer gesagt, du würdest auch viel besser in der Öffentlichkeit ankommen als ich wahrscheinlich. So, weißt du, wie ich meine? So? Ja, ist so. Leute würden dich mehr mögen und du bist halt einfach nice. So. nicht so ganz so anstößig wie ich. Oh, wobei. Was hast du schon gesagt? Oha, Laura, oha. Ja, ja, so wieder richtig. So, schauen wir mal. Einfach du und weiblich, okay? Du bist mein Zwillingsbruder. Safe. Ich schwöre dir, ich kenn kein Mädel, mit der ich so ähnlich bin. Außer, dass ich nicht, also Entschuldigung, also bei eins unterscheiden wir uns aber ganz hart. Nein, ich habe mich auch geändert. Du hast mich da schon krass beeinflusst, auf jeden Fall. Weißt du, wie lange ich nicht mehr unterwegs war so? Ich bin Ujatosch. Ich bin keusch, Mann. Ich habe einen Keuschheitsgürtel an. Energy, ne? Ja, safe. Ich habe gar keine Zeit, keine Nerven, keine Lust. So, ich will weiterkommen und ich will, wenn ich was habe, will ich was Ernstes haben gerade. Und so. Ja. Und das schon seit Monaten eigentlich. Mhm. Yeah. Ey, ich muss mal jetzt auf den Chat eingehen. Sorry, Chat, ich bin jetzt gleich da. Okay, gut. War geiler Talk auf jeden Fall. Laura, ich küsse dein Herz. Nein. Ich ruf dich auf jeden Fall nochmal private an. Ja, ich hoffe, wir sehen uns auch bald. Ja, yeah, geil wär's. Okay. Alright, Bro. Sag mal Tschüss zum Chat auch. Tschüss, bye bye. Yes, bye bye, Community. Bye bye bye. Bis dann. Ciao. Ja. Oh shit, Freunde. Kurzer Talk mit Laura. Wichtig.